Okay. Hier ist ein Haus. Hier ist das Zeichen, was wir schon mal gesehen haben, aber nicht genau. Wie sieht es denn aus? Pistolenmunition haben wir noch viel zu wenig. Objekt hergestellt. Sehr schön. Da brauchen wir noch Kraut für. Aus der Deko. Wir kommen wahrscheinlich gerade nicht weiter. Für den Moment ist Katruhe. Aber ich fürchte, nach der Ruhe kommt sofort wieder der Sturm. Eine Karte haben wir bekommen. Eine Weltkürenstadt waren wir hier. Wird durchsucht, vollständig erkundet. Aha. Das heißt, hier haben wir noch, das Haus haben wir noch nicht vollständig erkundet. V ist die Karte, okay. Wir müssen uns hier nochmal umgucken. Ach, hier der Schrank. Da braucht man einen Dietrich für oder irgendein Schloss. Ein Schlüssel meine ich. Schlüssel oder Dietrich. Das können wir so noch nicht klären. Okay, dann würde ich erstmal hier lang gehen. Jetzt kommen nicht direkt die nächsten Gegner. Eine Statue haben wir hier. Da haben wir einen gut beleuchteten Schrein. Irgendwas fehlt. Ich bin doch vorhin schon so eine Stelle, wo irgendwas gefehlt hat. Okay, hier können wir nicht rein. Später wahrscheinlich. Rostige Reste. Mit den rostigen Resten vielleicht was anstellen. Aha, wir haben Munition hergestellt. Brauchen wir wahrscheinlich einfach eine Kurbel für. Kristallschädel. Der wird noch wichtig. Drücke ich hier mal aus Versehen auf was Cape statt auf Tabulator. Dann Seite verschlossen. Bisschen Schießpulver. Und mit dem Schießpulver können wir wahrscheinlich zum Mondplatz. Da müssen wir hin. Schießpulver können wir wahrscheinlich Munition herstellen. Oh, ich habe einfach Schiss hier das zum Schrei zu gehen. Weil da wird es dann weitergehen. Wir opfern diese Wächterziegen zum Schutz des Dorfes. Opfern diese Wächterziegen, achso, zum Schutz des Dorfes und seiner Bewohner. Wer sie zerstört, möge die Zornmutter Mirandas ereilen. Dann machen wir das mal lieber nicht. Ich meine, im Dorf geht schon eh scheiße, aber
sind doch mal nicht so. Okay, da komme ich nicht rein. Momentan noch nicht. Hier steht Kraut rum. Kann man Heilung damit herstellen? Können wir. Sehr schön. Werden wir brauchen. Aha. Hier geht's wohl zum Schloss. Schloss Dimitrescu. Wir haben noch nichts, was wir da einsetzen können. Jungfernfragment. Okay, jetzt haben wir was, was wir einsetzen können. Sollte Unglück über das Dorf hereinbrechen, finde die zwei Relikte. Relieffragmente eines der Kirche eines bei Lucias Haus. Okay, und wir sind hier gerade in der Kirche. Lucias Haus ist dem Weg runter. Wer auch immer Lucia ist. Da werden wir wohl früher oder später noch hinkommen. Na, hier können wir jetzt speichern. Ich brauche keinen Farbband dafür. Ich hoffe, es gibt noch andere Punkte, an denen wir speichern können. Autosave-Modus. Macht Sinn. Dass sie nicht verwendet werden kann. Nehmen wir die Vogelscheuche aus. Ach du Scheiße. Das Bild schon. Schnell hoch hier. Mist. Okay, okay. Schließen Sie die Tür. Bitte. Hey. Die ist aber nicht sicher. Stehen bleiben. Bitte. Tun Sie uns nichts. Oh, keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Normal. Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Da ist ein Fenster. Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Ich hoffe, die kriegen wir irgendwie durch. Können wir noch irgendwas looten? Sieht nicht so aus. Dann mal raus hier. Munition, die nehme ich gern. Wir müssen irgendwo Kurbeln herbekommen. Wir können Resident Evil natürlich nicht springen.
Ja, man's genug geguckt. Machen wir das Tor auf. Kommt, alles gut. Los, schnell! Alles gut. Wurde aber auch Zeit. Gern geschehen. Das ging ja sehr gut. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher. Oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Na los. Vater? Helft mir. Wir müssen ins Haus. Gleich sind wir in die Drehung mit Kuh. Können wir es öffnen? Da ist das Fragment drin, was wir brauchen. Oh Gott, so viel Blut. Verschlossen, da kommen wir aber nicht gerade ran. Ich werde mal klopfen. Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Jetzt haben schon zwei auf, ich bin Senator! Oh. Sei still! Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Ein Freund! Hau ab! Vater! Ich um Himmels Willen, lass uns rein! Nein, sie riechen das Blut, es ist zu gefährlich! Mein Vater stirbt hier draußen! Ist nicht mein Problem! Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf. Die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt. Ich kann auch gehen, ist nicht das Problem. Du bist nicht aus dem Dorf. Bleiben. Nein, ich bin Ethan. Ich brauche nur Julian, das Fragment, mach dich nützlich und, dann geh dich umsehen. Ich sagte, geh! Bin ich auch wieder weg. Tja, wenn Elena dir vertraut, dann tue ich es auch. Komm rein, Ethan. Woher weiß sie unseren Namen? Warte hier. Ich sehe nach den anderen. Niemand hat's. Er hat ihr nicht ihren Namen gesagt und. Sie das Haus. Woher weiß sie Ethans Namen? Den hat keiner gesagt. Er nicht. Und die Mädchen hat das auch nicht gesagt. Sie haben schon, Lucia, sie haben schon wieder viel gerissen. Wenn das so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Ernest haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Hat Mutter Miranda schon, sich schon von uns abgewendet? Aha, ein Fotoalbum. Hier lang. Ich will noch ein bisschen gucken. Schöne Artworks. Aha. Eine Mühle, eine Fabrik. Und wieder das Bild mit der Weberin. Das scheint hier sehr beliebt zu sein. Komm rein, die anderen warten. Gibt viele Kopien davon. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte! Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan, setz dich. Bullshit.
Dreck hättet ihr geschafft. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und ein Säufer. Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann! Stopf dir das Maul, Roxana! Das dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, das macht er. Er geht Hilfe holen. Draußen ist niemand. Für ihn. Für uns alle. Ja. Und wenn da draußen niemand ist, dann ist er verloren. Kommt her. O Allmächtige, hör unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Opfer. Im Leben wie im Tod. Preisen wir euch, wie im Tod. Mutter Miranda. Gut, der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Hast du sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Nein, das war es nicht. Nein! Vater! Elena, nein! Nein, lass mich geht an die Decke. Das ist nicht natürlich. Nein! Das machen Menschen für gewöhnlich nicht. Das auch nicht. Ach du Scheiße. Lass ihn los! Elena? Ich sagte aufhören! Der steht wieder auf. Schnell es tut weg mir hier. Leid, Vater. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena, nicht. Du kannst nichts tun. Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen. Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden. Nein, ich bringe uns hier raus. Uns beide. Da ist keine Munition für. Okay. Garage. Oh, Scheiße. Ich erinnere mich an diese Szene aus dem Let's Play. Das ist nicht gut, wenn ich mich dran erinnere. Okay, jetzt können wir nicht den Motor starten.
Wir müssen da jetzt hinter uns da was finden, damit wir den Motor starten können. Und Kraut nehme ich gern. Noch sind wir relativ fit, aber es wird sich bald ändern. Geht. Klauen wir einfach ein bisschen Geld. Falls nötig, nimm den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger. Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger. Flintmunition. Ach hier. Nehme ich gern. Was für ein Schlüsselanhänger. Aha, ein Autoschlüssel mit einem Schraubenzieher. Wir müssen irgendwie hier durch. Mist, das Feuer breitet sich aus. Na komm. Was hast du vor? Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. Ethan, alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Schnell weg hier. Der Daddy kommt bestimmt auch gleich wieder. Nach oben. Komm hoch. Schnell. Schnell weiter. Ja, sehr schnell bitte. Und atme nicht den Rauch ein. Ich weiß. Aber danke. Nett von dir. Hoffentlich geht's deiner Familie. Lad schon mal nach. Ja, hoffentlich. Wenn wir herauskommen, stelle ich euch vor. Aus einer weisen Voraussicht. Das wäre schön. Komm, es hält. Da, so kommen wir hier raus. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance, es sind zu viele. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss... Ein wichtiger Nebencharakter. Dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Oh. Elena nicht. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena. Oh. Er hat mich erkannt. Vater! Du bringst dich nach oben. Geh einfach, Ethan. Geh einfach. Nicht bewegen. Los, nimm meine Hand. Geh, Ethan.
Ja, rette deine Tochter! Elena, du schaffst das! Nimm meine Hand! Scheiße! Nein! Wieso müssen alle sterben? Weil sie unwichtige NPCs sind. Das ist einfach nicht fair. NPCs sind im Spiel zum Tod, verdammt. Ich versteh's nicht. Gerade in Horrorspielen. Einmal kurz die Aussicht genießen. Was für ein Chaos. Geht jetzt alles wieder von vorne los. Fuck. Exakt. Hier wollen wir auch nicht rein. Nur ein Schraubenzieher vielleicht nutzen. Yep. Sehr schön. Und weg hier. Hallo? Nicht! Mutter Miranda! Hey! Was war das? Was? Nee, mit dem Schuppen ist nichts mehr drin. Ich will trotzdem mal nachgucken. Und ab durchs Feld. Und ins Dorf. Vogelscheuche. Der Tod. Hm? Ja. Der Tod findet sie alle. Mhm. Und ein Gefühl sagt mir, wir sollten sie eigentlich jetzt erschießen, bevor noch Schlimmeres passiert. Okay, hier war die erste Figur. Jetzt geht sie hoch. Sie sammeln für dich. Da war der Prolog. Unbestanden. Tod. Na dann. Auf geht's. Zum Hauptpunkt des Spiels. Jetzt geht's erst richtig los. Auf ins Schloss. Die andere Seite verschlossen.